glaubt ihr, die Business wird jetzt hier gleich reinfallen? Schreibt es wie gesagt in die Kommentare. Oh. Als wenn du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast. Eins, zwei. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Pidissel sieht am heutigen Tag sportlicher aus als sonst, denn ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich gehe jetzt sofort joggen und zwar mit einem Kollegen und dann werden wir ein bisschen durch den englischen Garten, ein bisschen mal irgendwo stehen bleiben, ein bisschen was im englischen Garten angucken, am Eisbach, pipapo. Wir werden einfach mal auf Entdeckungstour gehen. Wir haben noch hier einen Hamburger in Bayern, beziehungsweise einen Hamburger in München. Und Leute, es ist gerade 18.31 Uhr und ich bin heute Mittag bzw. Nachmittag einfach einmal komplett eingepennt, weil ich so müde war. Ich hatte die letzten Tage eben echt wenig gepennt und mein Körper hat einfach mal so richtig, ja, ist einfach mal so richtig runtergefahren. Und um den mal wieder ein bisschen auf Touren zu bringen, gehen wir jetzt joggen, los geht's! Kommt ihr nicht mit? Ach ja, stimmt, ihr seid ja eine riesige Kamera und die beim Joggen mitzunehmen wäre vielleicht eher suboptimal. Deswegen werde ich einfach mein Handy schnappen und dann damit ein bisschen filmen. Die Qualität wird wahrscheinlich nicht Weltklasse sein, aber es passt doch. Ein bisschen on the road, ein bisschen draußen, das Leben genießen. Los geht's! Ach ja, ihr seid da ja immer noch festgewurzelt. Leute, ihr seid echt faule Willis. Komischer Vlog-Anfang, aber wir sehen uns gleich irgendwo in München wieder. Wo sind eigentlich meine Schuhe? Leute, wir haben es geschafft. Ein bisschen wackelig das Ganze, weil die Kamera vom iPhone natürlich jetzt nicht so super optimal ist. Wir sind im englischen Garten. Oh, und Denno ist auch da. Hallo Denno. Hallo Internet. Oh, da ist ein Ballon. Oh, oh. Was für eine traurige Geschichte da wohl hintersteckt. Irgend so ein Kind, das den Ballon einfach verloren hat. Ich muss bei sowas immer an diesen Clown denken. Vielleicht hängt da noch ein Kind dran. Ja. Schauen wir mal nach. Ja, Leute, wir gehen jetzt eine Runde joggen und dann werden wir mal gucken, wie das alles so klappt. Wir werden zwischendurch eben immer mal anhalten und gucken, ob wir noch leben. Kilometer 37. Okay, wir sind gerade mal 500 Meter gelaufen und ich beende die Aufnahme. Ist ein bisschen zu wackelig. Erste kleine Pause. Wir sind angekommen bei der sogenannten Eisbachwelle. Hier sind einfach Surfer, die auf so einer stehenden Welle rumsurfen. Wir gucken mal. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt ansatzweise versteht, weil die Wellen hier so laut sind, beziehungsweise das Wasser. Aber das ist tatsächlich etwas, was ich Anfang nächsten Jahres, wenn ich ein bisschen fitter bin, auch gerne probieren würde. Dann allerdings bei der E2. Es gibt noch eine einfache, eine Einsteigerwelle. Das hier ist schon ein bisschen für die Fortgeschrittenen. Und dann will ich mit dem Typen hier hinten auch mal so ein bisschen probieren, zumindest zu surfen. Ist nicht ganz ungefährlich, aber wir werden einfach mal schauen. Ich glaube, wir sollten jetzt auch so langsam weiter. Zweiter Shot des Tages, zweite Eisbachwelle. Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Benno, aber betreten verboten Lebensgefahr. Bist du wild? Ja, das werden wir bald auch machen. Wie junge Götter werden wir wahrscheinlich beide ertrinken. Aber jetzt müssen wir erstmal weiterlaufen. Können wir nicht ständig Pause machen. Surfen machen wir irgendwann später. Hoffentlich. Im nächsten Jahr dann. Wenn es richtig schön kalt ist. Bin nicht erschöpft. Alles gut. Okay, los, Speedy Gonzales. Die Kräfte schwinden, meine Damen und Herren. Aber seid jetzt mal ganz kurz ein bisschen leise. Ich weiß nicht, was hier los ist. Es sind die Bayern, die Münchner, die sind da vorne und musizieren. Das ist ja völlig verrückt. Denno, was sagst du, wie fit bist du noch? 90%. 90%, ja, würde ich bei mir auch mal sagen. Also, ja, das würde ich auch fast unterschreiben. Oh, glaubst du, wir schaffen das darüber? Ja, sind ja beide krankenversichert. Bin ich? Ich bin YouTuber, ich bin mir nicht 100% sicher. Warte mal, halt mal. Ich probiere es mal. Okay, Leute, glaubt ihr, Pidissel wird jetzt hier gleich reinfallen? Man weiß es nicht. Schreibt es, wie gesagt, in die Kommentare. Als wenn du dein Leben lang nichts anderes gemacht hast. Oh Gott! Ich gehe zu Hause, tschüss Sendung. Nice, neues Handy. Okay, ich komme wieder zurück. Wo? Easy. Warte, kurzer Wassertest. Ist gar nicht. Ah! Okay, kleiner Test. Glaubst du, ich schaff's von dem Stein hier? Ja, okay, das ist nicht so weit. Eins, zwei, drei. Elegant. Alter Schwede.
kurz nochmal abgerutscht. Okay, wir riskieren jetzt mal lieber nichts. Denno, wir müssen jetzt weiterlaufen. Wie junge Riese. Warte, ich habe vergessen zu fragen. Möchtest du nicht? Ah, nächstes Mal. Ah, okay. Kleine Teleportation. Ich muss ein bisschen leise sein. Ich bin wieder bei Denno auf der Arbeit. Und er holt gerade was zu trinken. Wir haben den Lauf erfolgreich beendet. Und wir klauen jetzt was. Hier diese wunderbare Tastatur und diesen Bildschirm aus dem... Oh Gott, oh Gott. Ich habe auf seinen Tisch getropft, weil ich ein bisschen schwitze. Gibt es hier irgendwas, womit ich das abwischen kann? Ach Mist. Nee. Ach Mann. Nicht, dass ich hier Ärger bekomme. Es war auf jeden Fall erfolgreich. Ach du bist... Glück gehabt. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Dann, ich wollte gerade sagen, unter der Dusche. Dann bin ich wieder zu Hause. Sehr gut. So, Leute, ich bin wieder zu Hause und wollte mit euch jetzt über ein, zwei Sachen noch quatschen. Einerseits werde ich in circa 2 Wochen einmal nach Köln zum UFO fliegen. Also ich werde nach Köln fliegen und dann natürlich auch das UFO besuchen, einen kleinen Vlog mit den anderen drehen, denn ich muss in meiner alten Wohnung noch ein paar Sachen klären. Und dann geht es um ein anderes ambitioniertes Projekt, und zwar, was ich im heutigen Vlog schon angesprochen habe, diese Eisbachwelle und mein Ziel, dort tatsächlich drauf zu surfen. Und ich habe ein ziemlich interessantes Video gefunden, worum es dort geht. Das ist einerseits die Erwartung, wie es auf dieser Welle ist, versus die Realität. Und da gucken wir, das ist das, was man denkt, so wird das. Man surft da loggerfloggig drauf, macht und nochmal so einen kleinen Handstand. Ist da loggerfloggig natürlich immer links und rechts, alles easy going. Und dann eben die Realität. Man verkackt jedes Mal. Immer wieder versucht man, dort auf die Welle zu kommen, aufzustehen, aber es klappt nicht ganz so gut. Und so wird es natürlich auch bei mir und Denno laufen. Wir werden viele Male failen, aber Übung macht meiner Meinung nach den Meister. Schönes Video von Sebastian Beck. Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass einige von euch sich denken, das würde er doch niemals schaffen. Aber ich denke mir, weißt du, ich habe schon so viele Sachen in meinem Leben erreicht. Viele haben auch immer früher daran gezweifelt, ob das in irgendeiner Weise mit YouTube klappen wird. Und ich würde sagen, ich bin so einigermaßen erfolgreich. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und wie gesagt, ich muss jetzt auch erstmal die nächsten Tage, Wochen und Monate mal wieder ein bisschen fitter werden. Darauf freue ich mich. Und apropos fitter, ich möchte auch in nächster Zeit die ein oder andere Fahrradtour machen. Das war eine Sache, die ich in Köln immer mal machen wollte. Aber es war meistens immer ein bisschen problematisch, weil ich hatte niemanden, mit dem ich großartig eine Tour machen konnte. Die anderen Jungs aus dem UFO hatten einerseits nicht so viel Lust, waren aber auch natürlich selber einfach beschäftigt. Und hier in München möchte ich das unbedingt angehen. Ich habe auch eine Idee, denn hier in der Umgebung gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Seen und eben auch die Berge, aber die sind teilweise sehr, sehr weit weg. Deshalb habe ich mir überlegt, es gibt ja diese E-Bikes, mit denen man sehr, sehr große Distanzen einigermaßen gut überbrücken kann, weil da hat man eben so eine Tritthilfe. Das bedeutet, dieser Schub wird ein bisschen vervielfacht durch diesen Elektromotor. Und ich glaube, das könnte cool werden. Einerseits, um eben auch mal am Tag locker 50 Kilometer zu fahren, ohne jetzt irgendwie komplett im Arsch zu sein, auf gut Deutsch gesagt. Und es sind auf jeden Fall viele Sachen, die ich im Kopf habe. Mal gucken, ob ich alles so umsetzen möchte. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Sache. Und das ist auch mein Ziel für die nächsten Wochen und Monate, so fit zu werden, dass ich da auf jeden Fall gut mit klarkomme, auf dieser Welle dann ein bisschen zu surfen. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch hier immer noch in meinem Zimmer einiges zu tun. Wow, und jetzt ist auf einmal ziemlich dunkel, wenn man hier raus ist. Da muss ich ja erstmal mein Licht da oben anmachen. Zack, Alter. Ich habe mir jetzt übrigens auch 2 Stative geholt. Ungefähr in der Art, wie dieses Ding ist, für die Lampen. Damit ich die perfekt am Tisch montieren kann. Weil ich schaff's einfach nicht, letztlich dieses Stativ irgendwie dahinter zu quetschen. Aber wenn ich dieses Ding jetzt hier hätte, dann kann ich da perfekt die Softbox so auf mich ausrichten, wie ich das eben jetzt auch mit dieser Kamera kann. Schreibtisch wird wie gesagt auch noch ausgewechselt. Da wird es eine längere Variante geben, die auch gleichzeitig noch hoch und runter gefahren werden kann. Dann muss auf jeden Fall dieser Kabelsalat noch mal ein bisschen enttüdelt werden. Ich weiß auch gar nicht, was sich da für Kabel noch so befinden. Und ich spiele tatsächlich auch immer mehr mit dem Gedanken, ein bisschen Schaumstoff an die Wände zu machen. Ich möchte dann aber ein bisschen anderen Schaumstoff nehmen, der ein bisschen hochwertiger aussieht. Warte, ich zeige euch das mal. Hier gibt es eben sehr, sehr geile Beispiele, wie der das zum Beispiel gemacht hat.
sieht auch richtig, richtig fett aus. Das ist ja so in etwa, wie ich das hatte. Bloß, dass meine komplette Wand halt damit voll war. So möchte ich das, glaube ich, ich finde, das sieht geil aus. Obwohl, so mit dem Setup ist auch ziemlich schmackhaft. Also man kann ziemlich viel aus so einem Gaming Room noch rausholen. So Leute, ich würde jetzt aber mal sagen, das war's mit dem heutigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und in den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Vlog geben. Ich hoffe, dass ich hier alles rechtzeitig einrichte, dass auch wieder neuer Gaming-Schlüssel kommen kann. Vielen, vielen Dank da für euer Verständnis. Aber momentan ist es eben ein bisschen chaotisch. So, zieht euch die anderen Videos rein, die so in letzter Zeit online gekommen sind. Und habt einfach alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.